Servus Freunde und herzlich willkommen zur 12. Episode von Beards on Mics. Dies ist die erste Episode, die auch in Videoform verfügbar ist. Das heißt, wenn ihr das lieber in Videoform sehen wollt, aktuell leider nur mich, aber den Ben fügen wir dann bei den nächsten Episoden auch noch mit hinzu, könnt ihr das Ganze auf YouTube anschauen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und genau, ansonsten geht es heute über das Sölden Bike Opening, übers Radfahren generell, über verschiedene Fahrräder, die wir gerade so besitzen oder uns anschauen. Und generell ist es einfach eine Fahrrad-Episode. Also, viel Spaß damit mit dieser 12. Episode von Beards on Mics. Einen wunderschönen guten Tag, Servus, Hallo miteinander zur, welche Episode? 12, glaube ich. 12. Episode 12. Von The Beards on Mics Podcast. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Ben. Schönen guten Morgen. Ja, ganz genau. Herzlich willkommen. Endlich zur neuen Episode. Und ich entschuldige mich im Vorfeld für, ich glaube, die zweite Episode, in der ich mich verschnupft erhört, aber es nicht bin. Also keine Ahnung. Nee, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Aber weißt du, ich glaube. Ja, erzähl. Na, ich glaube, du hast heute auch ein bisschen mehr zu sagen, weil du hast, glaube ich, mehr erlebt in den letzten Tagen. Ja, ja, ich habe Urlaub, bin um 6 Uhr aufgestanden und Ben hat mich einfach sitzen lassen. Also, ja, ich habe die... Nein, alles gut. ja, ich war in Sölden beim Opening und es war mega. Aber ja. Jetzt tut mir mein ganzer Körper weh, weil es ist anstrengend. Also Radfahren ist anstrengend, das glaubt man nicht. Aber... Ja, hab ich auch schon mal gehört. Ne? Aber es gibt eine Neuerung. Für die Leute, die das jetzt auf Spotify sich anhören. Ich weiß noch nicht, ob es auf Spotify auch in Videofunktion schon funktioniert. Das muss ich mir noch anschauen. Aber ich nehme es gleichzeitig auch als Video auf, beziehungsweise erstmal nur mein hässliches Gesicht. Bens fügen wir dann irgendwann in den nächsten Episoden mal hinzu. Und werde das Ganze auf YouTube hochladen. Das heißt, wenn ihr das Ganze in Videoform lieber konsumieren wollt und irgendwo auf dem Second Screen nebenbei herlaufen lassen wollt, schaut gerne auch mal auf YouTube vorbei, lasst dann ein Abo da und dann könnt ihr mal die Gesichter zu den Stimmen hören, sehen. Ja. Wow. Also ihr dürft es auch natürlich gerne auf eurem First Screen oder eurem Fernseher gucken. Natürlich, aber wer schaut sich eine Stunde zwei Gesichter beim Labern zu? Naja, ich weiß nicht. I don't know. Aber genau. Wenn das was für euch ist, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare oder in die... Es gibt keine Feedback-Funktion. Nein, es gibt keine Feedback-Funktion bei Spotify. Das ist echt ein bisschen doof. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich glaube, das wollen die Leute, die größere Podcasts machen, auch gar nicht. Ich glaube schon, ja. Aber das ist tatsächlich im Vergleich zu Podcasts eine der coolen Sachen beim Streamen oder bei YouTube-Videos, dass du halt einen, also beim Streamen noch krasser, aber du hast halt ein direkteres Feedback. Aber ja, andererseits ist das auch ganz schön, einfach mal ohne ein Feedback irgendwo, einfach nur drauf loszulabern. Einfach mal labern. Ja, okay, ich würde mal sagen, das war mittlerweile ja perfektioniert. Definitiv, definitiv. Aber ich verhassle mich hier. Ich war in Sölden, genau. Richtig. Und es war ein Pain, weil mein Hinterreifen, der 7 Jahre alt ist, okay, den müsste ich mal austauschen, ist so durch, dass der nicht mehr dicht hält. Also ich habe Tubeless. Und, das ist mies. Ja, also erste Fahrt, also der hat immer über Zeit Luft verloren, das wusste ich. Und dann habe ich den halt aufgepumpt unten und bin den Lift hoch. Und dann ich habe schon gemerkt, so, okay, so ein bisschen Luft verliert er. Aber da müsste noch ein bisschen Milch drin sein, lass einmal runterfahren. Dann würde er schon abdichten. Ja, im Lift meinte dann ein anderer Typ, der dazugestiegen ist, schon so, irgendwas pfeift hier so irgendwie, das macht mich unruhig. Ich so, ja, kann sein, dass mein Hinterreifen ist. Ich so, okay, ja gut. Bad. Bin ich runtergefahren. Ja, auf der Hälfte der Strecke war dann so, okay, jetzt fahren wir mal ganz entspannt runter, weil sonst passiert hier noch irgendwie was. Das ist halt einer der Vorteile von Tubeless, ne? Du verlierst zwar Luft, aber du kannst immer noch, hast immer noch relativ gut Luft drin, um irgendwie runterzukommen. Mhm. Es sei denn,
du hackst halt so in eine Kurve rein, dass der Mantel abhebt und einfach alles raus ist. Ja, ich wollte gerade sagen. Mein Stuhl knarzt so, das ist so nervig. Entschuldigung dafür. Ja, das ist okay. Genau, das heißt, dann bin ich danach in einen Bike-Laden dort, die ja zum Glück auch auf einem Sonntag aufhaben, und habe mir neue Tubeless-Milch besorgt, weil es war wohl doch keine mehr im Reifen. Okay. Habe die teuerste Tubeless-Milch gekauft, die es auf diesem ganzen Planeten gibt. Ich habe 40 Euro für einen Liter Milch bezahlt, oder Sealant. Dein Ernst? Ja. Dein Ernst? Ja, wobei ein Liter ist ja... Okay. Ja, ich habe mir gedacht, gut, teuer, aber, ja. Es gibt nichts anderes. Ich kann zwar auch einen Schlauch reinmachen, aber dann muss ich jede Runde einen neuen Schlauch reinmachen, weil es ein Platten ist, weil es ein Faltreifen hinten drauf ist. Ich habe auch keinen Bock drauf. Dann gebe ich das jetzt einmal auf, dann kann ich das Rennrad auch auf Tubeless umrüsten, jetzt dann nach dem Urlaub und sowas, und dann ganz entspannt. Hauptsache, ich kann Rad fahren. Bin wieder hoch. Hat auch dann eine Runde gehalten. Bin ich wieder hoch. Bin dann die All White Line gefahren. Das ist diese Hochalpin Strecke dort, Hochalpin Trail. Ja. Mega geil. Und bin dann den Transfer rüber zu der Gahe Line. Und da habe ich dann irgendwann auf der Hälfte wieder gemerkt, okay, der Reifen verliert wieder Luft. Oh no. Und bin dann runtergefahren, da habe ich noch zwei Kurven einmal schön durchgedriftet, weil halt der Reifen gewalkt ist. Und ich so, oh. Autsch, ja, da ist Vorsicht angesagt. Also da habe ich gemerkt, okay, ich habe doch nicht alles beim Radfahren verlernt, wenn du auf einmal 90 Grad in der Kurve stehst, aber es durchhältst. Ja, das ist cool. Ja, auf jeden Fall, alles in allem hat es trotzdem unglaublich Spaß gemacht. Und vor allem habe ich halt auch jetzt festgestellt, so, ey, das ist einfach, Sölden ist die Entfernung, die ich früher nach Winterberg hatte. Ja. Das heißt, es sind 2 Stunden, es sind 140, 130 Kilometer. Und tatsächlich, dadurch, dass du keine Autobahn hast, hast du weniger Sprit, obwohl du die Berge hoch musst. Also ich muss halt über den Fernpass und sowas, ne? Das ist halt natürlich, ne? Nicht ja, so gut, geil. Aber du fährst die Berge ja auch immer wieder runter. Genau. Ja. Und da brauchst also halt da sparst Sprit. Du dann ja wieder. Ja. Aber auf der Rückfahrt war der Fernpass gesperrt, wie es halt gerne mal ist, ne? Mhm. Und dann bin ich über einen anderen Pass gefahren. Alter, das war eine der schönsten Strecken, die ich jemals gefahren bin mit dem Auto. Echt? Cool. Mhm. Ich hab so eine Quadlock-Halterung, keine Werbung, fürs Auto. Und hab dann einfach mein Handy mal mitfilmen lassen. So eine halbe Stunde Handyvideo hochkant, aber es ist einfach echt schön. Geil. Ja, weil, wenn ich es mal ein bisschen zusammengedeichselt habe, dir mal einen Ausschnitt von zeigen. Es hat mich voll an Dings erinnert. Entweder einmal an Kanada und an Schottland. Okay. Weil du dann halt eben diese Berge im Hintergrund hast und sowas und so begrün. Echt schön. Also unglaublich schön. Ja. Leider war ich in Sölden allein unterwegs. Ja, ist schwierig, ne? Ja. Aber ich habe dann auch gemerkt, so einen Vorteil hat das Ganze. Weil du kannst einfach fahren, wie du möchtest. Du musst auf keine Rücksicht nehmen. Ja. Du kannst Pause machen, wann du möchtest, wo du möchtest. Du kannst die Strecken fahren, wie du möchtest. Also das war schon gut. Ja, okay. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich finde nur immer so diese Zwischen... Also ich finde, es hat auch total viel irgendwo Pause machen und am Trail sitzen, Bike-Shit labern und Bikes gucken und so. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, weil man ist ja also, zum Radfahren da, oder? Ja, nee, ich meine jetzt nur so in den Pausen ist es cooler, wenn man nicht alleine ist. Das stimmt definitiv. Nee, aber zum Fahren, ich finde sowieso, wenn man richtig diese Dinger fährt und man ist jetzt auch mit jemandem, der nicht den absolut gleichen Skill hat, dann fährt man ja eh alleine. Also. Ja? Also zumindest, ja, weiß ich nicht, also zumindest so die Abschnitte. Ich war ja damals auch mit einem sehr guten Freund von mir da und das war einfach total schwierig. Immer so aufeinander zu warten. Also ich war halt der absolut noch keinen Skill hatte und ich habe dann auch immer zu ihm gesagt so, wir sehen uns unten, ne, genieß den Trail, so, also finde ich sonst voll schwierig. Also krass. Ich glaube, es ist aber auch aus deiner Sicht dann wahrscheinlich, also wenn man der bessere Fahrer ist, ist es glaube ich dann eher okay und also ich fand es dann immer unangenehm so, da habe ich immer gesagt, da okay, dann sehen wir uns am nächsten Checkpoint oder so oder am nächsten Pausending. Weil
Also keine Ahnung, der ist dann auch, ich weiß gar nicht mehr, wie der Trail hieß. Auf jeden Fall waren da am Ende so extrem viele von diesen Rock Gardens. Ah, der, die Nähne-Line oder sowas? Das kann schon Kam sein, das? ja. Der Name klingelt, ja. Könnte Ach, sein. das ist der, wo ich mir vor 3 Jahren den Ellbogen gebrochen habe. Ja, okay, schön. Auf jeden Fall, damit bin ich halt voll überfordert gewesen. Ah. Weil ich hatte auch, also das Rad, das ich damals hatte, war zwar ganz cool, aber das war einfach auch total scheiße abgestimmt, weil ich noch absolut keine Ahnung hatte, so wirklich, wie man halt Fahrwerk abstimmt und so. Und das war, ich sag mal so, für Sprünge oder so kleine Drops und so war alles okay, aber so diese kleinen, schnellen Schläge, war einfach eine alte Fox 36 drin, die einfach völlig viel zu hart abgestimmt war und so, und das war eine absolute Qual, ne? Und dann bin ich da auch irgendwie, boah, keine Ahnung, wie lange ich durch die zu Rock Gardens gebraucht habe, war voll genervt am Ende. Und er chillte halt dann schon unten und sagte, boah, das war so cool. Ich so, Alter, das war doch nicht cool. Das war voll der Horror. Also, bist du über die Rock Gardens gefahren oder gesprungen? Und ich so, gefahren, was? Also, ne? Und Ja. ja, er ist immer einfach über die Hälfte drüber gesprungen. Und weißt du so, er kann halt viel krasser fahren als ich. Und dann ich so, ja, okay, vielleicht hat es auch manchmal Vorteile, wenn man besser fahren kann. Ja, meistens, aber Ja. ich vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich Fahrtechnikkurse gegeben habe, Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst dich ja auch echt gut aus. dass Ja. man halt auch einfach weiß, wie sich der andere fühlt und da ein bisschen Rücksicht drauf nehmen kann, ne? Also es soll jetzt nichts gegen den Kollegen da sein, der da mit dir gefahren Wie ist, gesagt, aber ich hab ihm alles ja gut. gesagt, er soll laufen lassen. Ich bin dann aber immer lieber jemand, der halt regelmäßig Pause macht und halt wartet und dann schaut, ob alles gut ist und Ja. Rücksicht auf die anderen Leute nimmt und da ein bisschen mehr auf die anderen achtet als auf sich selber. Ja, okay, das haben wir Das, auch gemacht, aber. ja, das gehört für mich halt dazu. Ja. Aber ich glaube, dass das schon auch Spaß macht. Und ich meine, gerade Sölden ist halt super anfängerfreundlich, ne? Also ich habe jetzt Ja, alleine schon. am Wochenende hat man gemerkt, so gut, ich bin jetzt lange nicht mehr gefahren, aber ich war tatsächlich einer der schnelleren dort, weil es halt einfach super viele Familien waren, super viele Leute, die das mal ausprobieren wollten, glaube ich. Und ja, das ist schon echt ein guter Spot dafür, weil es viele Trails gibt, die halt super anfängerfreundlich sind und so flowtrailig, die aber auch für Leute, die ordentlich Gas haben und ja doch ganz gut Radfahren und schnell sind, auch Spaß machen können, weil du halt an verschiedenen Stellen abziehen kannst, irgendwo reinspringen Ja, oder genau. weiß ich nicht was, ne? Und das ist ja das Schöne an so einem guten Flowtrail, der wird schwerer, je schneller du fährst. Und Ja, voll, voll. Ja, auf jeden Fall. deshalb, ich habe auch, kommt dann im YouTube-Video, oder glaube ich, dass ich das damit reinpacke, dass ich das gesagt habe. Sölden ist für mich so ein bisschen das Whistler in Europa, weil du eben diese Option hast, einen Trail zu fahren. Dann kannst du von diesem Trail in einen anderen Trail fahren und dann musst du einen halben Berg runterfahren, damit du mit dem anderen Lift wieder hochfahren kannst, um dann einen noch längeren Trail zu fahren. Und so, wenn du möchtest, nimmst du einen Rucksack mit und bist halt einfach den ganzen Tag auf dem Berg unterwegs und kommst zweimal nach unten. Ja. Und das ist halt unglaublich schön. Ja, das fand ich auch richtig, richtig gut. Ich muss auch sagen, als du gepostet hast, also hast mich, wir hatten ja schon vorher drüber geredet, als du die ersten Videos gepostet hast, war ich ganz kurz in eBay und habe nach Fahrrädern geguckt. Ja. Ich dachte, boah, es wäre doch so cool. Also es ist halt von mir einfach viel zu weit weg, weißt du so. Also klar ist Winterberg hier um die Ecke, aber also ich bin ja beides jetzt auch schon im absoluten Anfängerlevel gefahren. Und ich muss dir sagen, also Sölden hat mir halt 100-mal so viel Spaß gemacht. Ja, gut, natürlich. Also was ist natürlich auch viel größer, aber auch die Art, wie die Trails sind. Aber auch so die Art, wie du gerade sagtest, ne, wie das Publikum ist, so. Was einem ja theoretisch egal sein sollte, aber wenn du halt darunter fährst mit ein paar Leuten, die das auch noch nicht so gut können, oder halt, ja,
wo der Speed eher so ein bisschen ähnlich ist und du halt nicht 800 Mal überholt wirst von irgendwelchen Typen, die da quasi breakless runterballern. Ja, ich... Das ist irgendwie für einen Anfänger angenehmer, sagen wir es mal so. Ich weiß genau, was du meinst, weil leider viele Leute, ich weiß nicht, ob die, warum die das nicht in den Kopf reinbekommen oder was da los ist. Ey, Leute, wenn ihr Radfahrer seid, wenn ihr im Bikepark seid, nehmt doch einfach mal auf die Leute Rücksicht, die nicht so gut sind wie ihr. Weil es hat einen Sinn, dass ihr schneller seid. Das heißt, ihr seid eigentlich sicherer auf dem Rad unterwegs. Das heißt, ihr könnt euch den Leuten anpassen. Die können sich nicht euch anpassen. Also haltet verdammt nochmal Abstand und wartet in einem, ja weiß ich nicht, in einem angemessenen Abstand, dass die euch vorbeilassen. Weil sobald die hören es ja auch, dass da jemand hinter sich ist und die wollen diesen Druck nicht haben. Es bringt nichts, dann da mit blockierenden Reifen hinter denen her zu eiern und den mit 50 cm Abstand auf den Hinterreifen aufzufahren, dass die euch endlich vorbeilassen. Dann sorgt ihr dafür eher, dass die stürzen und sich verletzen und keine Ahnung was, sondern haltet lieber, weiß ich nicht, 4-5 Meter Abstand, die hören das, lassen euch vorbei und dann könnt ihr in Ruhe weiterfahren. So, die 5 Meter auf dem Trail nimmt euch jetzt auch keiner weg. Ja. So, das muss jetzt mal kurz gesagt werden. Ja, hast ja recht. Ich finde sowieso, gerade auch in Sölden, die Trails haben ja so oft Unterbrechungen. Selbst wenn man mal 2, 3, 4 Minuten hinter einem hängt, dann fährt man halt an der nächsten Unterbrechung alleine weiter. Ja, und gerade also, dass die Strecken sind so lang. Also du bist halt einfach mal 20 Minuten gefühlt auf dem Weg nach unten. Und was auch echt cool ist. Ja. Aber da hast du tatsächlich recht. Das ist leider in Sölden und in Winterberg, in Winterberg und in Willingen ist es durchaus ein Problem mit solchen Leuten leider, ja. Also mein Highlight, glaube ich, war, also das war eigentlich eher witzig, das war aber eine witzige Sichtung, die wir damals gemacht haben in Sölden. Das waren Pärchen und sie war halt komplett voll ausgestattete, ich weiß nicht, ob es ein Downhill war, aber auf jeden Fall ein geiles Enduro, voll ausgestattet. Und er, und das war auf diesem Hochalpin Trail, ne? Der ja echt, der ist ja nicht super, super schwer. Nee. Aber der hat schon, finde ich, also ich fand schon, der hat an ein paar Stellen halt die auch wieder diese Steindinger, die echt nicht so easy sind, wo du halt besser schnell drüber fährst, um sie hinter dir zu haben oder halt einfach mal abzuziehen. Wenn du langsam da drüber fährst, wird es schwieriger. Ja, Geschwindigkeit bringt Sicherheit, ne? Und in dem Moment ist es halt so, wenn du da langsam drüber fährst, dann hast du halt einfach die Option, dass sich dein Vorderrad irgendwo gegen eine Kante auffängt und dann... Ja, genau. Ja. Habe ich tatsächlich selber auch gedacht, weil... Und dann gibt es da noch so ein, zwei Stellen, wo das in der Kurve ist. Und dann hat mein Kopf irgendwie gesagt, aufgrund der fehlenden Routine, so, okay, jetzt machen wir langsamer. Ja, nee, genau, falsch. Und dann habe ich mir selber noch gesagt, so, warum bist du jetzt so langsam da durchgefahren? Das ist doch einfach viel schwieriger, da durchzukommen. Aber ja, aber das gehört ja auch irgendwie zum Lernen, fand ich. Den Kopf ein bisschen auszustellen und halt dem Material zu vertrauen, dass die Gabel, die kann das. Oder das ganze Fahrwerk, das kann das. Und ja, wie beim Auto, ne? Du musst halt Geschwindigkeit haben, damit du halt auch das Potenzial vom Fahrrad aus, wie heißt das? Ausnutzen. Ja, wow, ich kann nicht mehr reden. Ist gut für den Podcast. Ja, auf jeden Fall, super für den Podcast. Auf jeden Fall dieses voll ausgestattete Mädel war da mit ihrem Freund unterwegs und er fuhr halt ein Cross-Country Hardtail auf diesem Trail. Finde ich schon schwierig. In Jeans. Okay. Und halt kein Schutzkleidung. Und hat irgendwie, keine Ahnung, hat irgendwie so Ellbogen schon an, sah aus wie so ein 5-jähriges Kind, was halt zum ersten Mal Inliner fährt. War auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Aber tatsächlich haben wir die halt voll oft getroffen auf diesem Trail, weil wir voll oft lange Pause gemacht haben. Weil wir einfach uns auch voll oft verquatscht haben. War total schön eigentlich. Ja. Und dann sind die halt dauernd wieder aufgetaucht und selbst da hast du auf dem Trail hast du gemerkt, wie der Typ halt schon Skill aufgebaut hat. Ja, klar. Also der hat oben wirklich noch so richtig rumgeeiert und unten, wo es dann, ich meine, das war, ja gut, wenn du halt wieder so Baumgrenz, also wenn du halt wieder unten in den Wäldern fährst, dann wird es ja auch ein bisschen einfacher. Ja.
Und da ist er dann, also so sah es dann auch alles schon besser aus. Also fand ich total beeindruckend. Und es war bei mir ja genauso. Ich bin auch, das war das erste Mal, so, dass ich so einen langen Trail gefahren bin. Also da, wie lange bist du da unterwegs? Da bist du ja noch länger unterwegs, ne? Ja. Ist ja eigentlich total cool. Ja, da habe ich auch so gemerkt, die Routine macht viel, viel mehr. Also Routine macht mehr als Skill, glaube ich. Ja, natürlich. Und gerade das dort, ne, das habe ich auch ganz, als ich angefangen habe, gemerkt, in Saalbach und sowas. Einfach viel fahren und lange am Stück fahren bringt halt einfach viel mehr, anstatt immer nur so mal eine Minute und weiß ich nicht was. Mhm. Ja. Und das sind halt auch mal Strecken, die dich wirklich challengen. Und wo du auch tatsächlich ein bisschen Ausdauer brauchst, weil du halt eben so lange unterwegs bist. Ja. Das ist, da, du lernst halt einfach so viel mehr. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, oh, also die Bremsen freuen sich dort. Ja, das stimmt. Also das nächste, bevor ich jetzt irgendwie aufs Rad steige, ist, dass ich die Bremsbeläge einmal neu machen muss, weil die sind jetzt durch. Und einmal Scheibe vermessen. Ja, ich glaube, die mache ich auch einfach neu. Ja, oder so. Keine Ahnung. Aber ich habe mich unglaublich wohl auf dem Rad gefühlt. Also es ist mir eigentlich viel zu klein, aber irgendwie hat es echt gut funktioniert. Also es ist echt komisch. Jetzt habe ich nur den Struggle, ob ich ein neues Rad nehme und was ich für ein neues Rad nehme. Ob ich das Airroad nehme, was ich dir geschickt habe, oder ob ich halt dann doch Richtung Enduro-Bike gehe. Eigentlich ist das aber ein guter Struggle, ein positiver Struggle, weil du theoretisch jetzt zufriedener mit deinem aktuellen Enduro bist. Ja. Heißt ja eigentlich. Ja. Wobei, aber du bist ja auch mit deinem Rennrad eigentlich zufrieden. Ja. Das ist ja jetzt eigentlich eine Luxussituation. Nein, das ist hundertprozentig eine Luxussituation. Ich bin aber natürlich auch jetzt seit 3 Jahren kein passendes Fahrrad mehr gefahren. Also es kann natürlich auch sein, dass ich mich auf ein anderes Rad setze und denke so, aber was meine Erinnerungen mit mir so machen oder wie ich das so in Erinnerung habe, bin ich jetzt auf dem Rad besser zurechtgekommen als auf dem Nomad, was irgendwie komisch ist. Aber weiß ich nicht. Es ist wahrscheinlich, weil es einfach wendiger und verspielter ist. Also wenn das Giant in L wäre, dann wäre es, glaube ich, auch nochmal besser als das Nomad in L. Ja, klar. Würdest du denn wieder auf 27 gehen oder auf 29? 29. Ja, okay. Also ist das auch nochmal eine Umstellung. Ja, aber das ist gar nicht so eine große Umstellung, wie man denkt. Ja, ja. Also ich bin Pre-Release des Hightower, das Megatower mal gefahren. Mhm. Von Santa Cruz, wo wir dann ein Video drüber gedreht haben. Und das war tatsächlich das beste Rad, was ich jemals gefahren bin in dem Moment. Okay. Weil du zwar ein langes Rad hattest und die 29 Zoll Räder, aber irgendwie war es trotzdem voll verspielt. Okay. Also ich weiß nicht, wie die es gemacht haben, aber das hat echt gut funktioniert. Ja, das Thema, da können wir wahrscheinlich eine ganze Folge drüber füllen, so über Fahrradgeometrien. Yep. Das finde ich ja auch immer total spannend. Also was sie sich da quasi ausdenken, um halt irgendwie dann auch bei einem langen, also auch einem Rad mit großen Rädern, dann wieder einen kurzen Radstand zu schaffen, ohne dass es aber halt zu klein ekelhaft wird und zu klein ist und du dann quasi, Ja, auf jeden Fall spannend. Mhm. Ja, ich bin jetzt auch meine erste größere Tour mit meinem neuen Cross-Country gefahren. Ich hab's gesehen. Und es ist weird. Also ich bin irgendwie ein paar 40 Kilometer waren das. Okay. Ich bin da ja wann bin ich das letzte Mal Cross-Country-Rad gefahren? Das ist auf jeden Fall schon lange her. Und dieses Ding läuft genauso. Also das ist jetzt auch wirklich aufgebaut nach meinem absoluten Belieben. Mhm. Also ich hätte noch mal eine teurere Gabel kaufen können, aber der Rest ist einfach, sage ich jetzt mal, da jedes Teil habe ich selber entschieden, sagen wir es mal so. Ne? Nicht unbedingt immer das Beste genommen, aber zumindest selber entschieden, nicht einfach ein Bike von der Stange, sondern selber aufgebaut. Und das Ding läuft, bis auf die Sitzposition, läuft es genauso gut wie mein Gravel vorher. Okay, krass. Und das schon echt, also hat mich auch total geflasht. Also es ist auch nur 1 Kilo schwerer als das Gravel. Aber es ist halt irgendwie, ja, Sitzposition, wie gesagt, da muss ich nochmal irgendwie, also muss man sich ja dran gewöhnen, ne? Ja.
kein Rennradlenker zu fahren, sondern die erste, Fahrt auf dem Enduro war auch wieder komisch, weil ich halt Samstag noch eine schnelle Runde Rennrad gefahren bin und habe dann ja. gesagt, breiter Lenker, was ist das denn? Es Komisch. ist voll komisch, ne? Es ist der Nacken und so macht auch ganz was anderes, finde ich, Ja. weil du halt auch nicht so viel umgreifen kannst. Also ich überlege tatsächlich schon, so peinlich es Oh aussieht. nein, oh nein, oh nein. Ja, ich weiß. Oh. Aber ja, komm, die Profis von EF fahren es ja auch, ne? Diese Innenlenkerhörnchen. Ach so, ja gut. Ach so, ich dachte, du wolltest Was dachtest du denn einen jetzt? Dropbar an dein Enduro, an dein Nein, Cross-Country-Bike machen. nein, so schlimm ist es Okay, nicht. ja gut, Aber dann. das sieht trotzdem peinlich aus. Aber es gibt halt von zahlreichen Herstellern, aber so, also die verbreiteten sind halt von SQ Lab, die haben so Hörnchen, die du, also wie früher, ne, die beiden, keine Ahnung, Kinderfahrräder und sonst was, die Hörnchen außen am Lenker, haben die halt welche, die du in der Mitte vom Lenker Dann installieren musst du die aber kannst. bald bestellen, weil die sind seit diesem Jahr UCI banned und dann weiß ich nicht, ob die die noch lange herstellen. Ja, die stellen ja für. Ach so, ja, okay. Ja, mal gucken. Also ich habe das mit dem Ben habe ich mitbekommen. Das war ja, glaube ich, auch eins der Dinger. Das, wie heißt es da nochmal? Den Typen feiere ich eigentlich so. Doof, dass ich seinen Namen nicht mehr weiß. Na egal. Auf jeden Fall einer von den EF-Profis, der halt ja damit auch die Marathons gefahren ist. Und genau, dann haben sie ja die gebannt. Ja, ich hoffe mal, dass sie zumindest noch für Endkunden herstellen. Aber du hast halt, ich habe halt gemerkt, so, ich bin ab und an. Bin ich tatsächlich halt auch so kleine Straßenabschnitte gefahren und so. Ich bin im Rheinland unterwegs gewesen und bin dann tatsächlich immer so mit den Händen auf der Bremse gefahren. Mache ich auch Ne, oft. so innen an Lenker gegriffen, mit den Händen auf der Bremse oder halt noch weiter innen. Und es ist ein ganz anderes Fahren. Und dann dachte ich so, das Problem ist nur, ich finde, mein Rad ist halt schön jetzt und ich habe Angst, dass es hässlich wird. Weil das Auge fährt ja mit. Es kann Ne? schon sein, dass du es hässlich machst. Ja, Man weiß es eben. nicht. So, ja, genau. Deswegen muss ich mal schauen. Aber muss ich vielleicht noch zwei, drei größere Touren fahren und dann erst entscheiden. Ja, kannst ja machen. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Also ich bereue es nicht. Also, wie gesagt, mein Gravel habe ich ja verkauft, um zu sagen, ich fahre jetzt eher primär Rennrad. Bin ich ja dann auch oder mache ich ja auch. Aber dann hatte ich irgendwann noch mal Bock auf Cross Country und finde es ganz gut. So. Ja, nice. Ja. Ich war voll erstaunt, wie quote-unquote günstig das Intense war, das ich dir dann geschickt habe. Ja, Also das das ist stimmt. tatsächlich gerade mein Favorit, wenn es doch ein neues Enduro-Bike gibt. Okay. Weil das halt auch den VPW-Hinterbau hat und das ist praktisch dann wie die Santa Cruz-Bikes und Santa Cruz ist halt einfach. Ne? Also es ist Ja. halt, sind halt die Räder und Intense ist so ziemlich dann an zweiter Stelle. Musst du dich dann umbenennen in Sergeant Intense? Das ist ein ziemlich Wow. dummer Name. Ja, Naja. schon. Nee, nee. Und das ist halt eigentlich ganz schön ausgestattet. Gut, Dämpfer und Gabel kann man mal austauschen irgendwann, aber der Rest ist ganz nice. Hat keinen Shimano-Kack. Müsste mir jetzt noch mal reinfahren damit. Nö. Ich muss aber sagen, ne, Aber, um ja. vielleicht zur Erklärung dazu fahre ich im Moment einen SRAM Shimano Mix und ich bin Heißt SRAM. SRAM. Okay. Nicht Ja. SRAM. Okay, ich bin Deutscher. Sag's ja So. auch nicht M-Ilch. Wow. Das Oder gefällt mir. was auch Ja, immer. das gefällt mir. Ja.